Hey Leute, heute zeige ich euch Space Bucket für Minecraft Bucket Server, also beziehungsweise für richtige Root Server, wenn sie kein Webinterface oder so haben oder wenn ihr es haben wollt, dass ihr per Internet das steuern könnt oder Freunde von euch den Server etwas auch noch steuern können. Dafür ist es recht praktisch. So, ich zeig's euch heute für Winterspears auf einem Local Host Server, also auf einem lokalen Server von euch, machen könnt. So, dafür braucht ihr einmal XAMPP. So, ihr müsst dann Apache und MySQL laufen haben. Dann klickt ihr auf den Link, der in der Beschreibung sein wird. Klickt dann hier auf Download. Ich zeig's euch hier für Windows, für Bucket Server. Ihr müsst euch das hier runterladen. Also das hier und noch das hier. Und hier draufklicken und das auch noch downloaden. Also so. Hier steht zwar für Minecraft 1.2.3, aber es geht auch für die Version 1.2.4. Ja. Klickt ihr hier auf Download und downloadet es euch. So, dann als erstes Computer, Moment, Festplatte, C, XAMPP, htdocs, Moment, mache ich das zu. So, das hier ist noch ein anderes Zeug. Das müssen wir gar nicht weiter beachten. Was ist denn das? So. Dann erstelle ich erstmal, naja, Ordner, der heißt Space Bucket, und dann am besten machen wir euch dann hier euer Minecraft Server rein und dann machen wir noch Minecraft. Ich habe hier auch noch durch mal die standardmäßige Sache hole. Das dauert noch kurz. So, okay, das ist jetzt drin. Also ihr müsst die neueste Bucket-Version haben. Genau auf Bucket oder dl.bucket.org. Die muss Craft Bucket heißen. So, muss auf jeden Fall Craft Bucket heißen. So, ich geht's denn, das müssen wir dann auch hier. Steht, muss dann auch hier so ingetragen sein. Craft, Moment, muss ich hier noch erinnere. Craft Bucket muss es sein. Also starten wir dann. Und dann so, Space Bucket Module. So. Dann müssen, na, wo war's? Also machen wir erstmal das mit htdocs noch. Da der. So, geh mal ins Space Bucket noch rein. Dann geh mal auf, ist das? Ja. Ne, doch. Okay, das kommt gleich dran. So, klick mal auf die 1.100. So, dann komm hier zur Ordner. Dann geh mal hier ins Web. Auf Full. Und ziehe alles in das Space Bucket, in den Space Bucket Ordner rein. So, dann ist es jetzt dran. Gehen wir zurück und dann die Minecraft. Was man noch mehr drauf, da kann man schließen. Space Bucket. So, dann müssen wir auf das MC Root Dingsbums Dreck, keine Ahnung, was das ist. Rennen, Server Dir. Und alles, was hier ist, was alles einfach da rennt hier. Gut, Plugins-Ordner muss dann gelöscht werden. Also, mache am besten, kopiere euch die Plugins vorhanden, tun sie irgendwo speichern und können es später nochmal drauf machen. Also. Gut. Dann ist jetzt hier Toolkits und so drin. So. Oder tut es auch so machen. Ja, dann müssen wir das Server. Hier war Root.
Toolkit starte. Du musst dann immer drüber starten. Dann tut der Hai was Neues mache. Okay, alle hat noch kurz und dann stoppen. Und jetzt geht er nicht ganz aus. Das ist Fehler. Dann müssen wir auf den Task Manager und Prozesse. Java muss geschlossen. Das war nicht das Richtige. Das ist es. Also der muss dann außen. Dann hat sich hier neue Ordner Space Bucket Module. Also ne. Plugins müssen da dann gehen. Und dann Space Bucket. Müssen da die Space Bucket. Space Modul 1.0 Dings Torrenz hier. Wollte ich vorhin vergessen zu sagen. Ne, Moment, falsch. Das stimmt nicht, was ich gerade gemacht habe. Ach Mensch. Nach Space Bucket nochmal rüber. Ja, Quatsch, ja. Ah ne, Space Bucket Modul ist ja schon drin zu uns. Dann müssen wir hier zurück auf Toolkits. Moduls. Und da muss das jetzt rennen. Das Space Bucket Dings. So. Können wir nochmal über Rootkit Dings starten. Und dann fängt er hier an, Zeug zu downloaden. Das kann man schließen. Das dauert eine Zeit lang. Das ist einfach nur beim ersten Mal, wo er dann updatet. Und strickt man was. In der Zwischenzeit können wir ja auch, brauchen wir noch eine MySQL-Datenbank, die können wir anlegen. So, dann loggen wir euch einfach in. Ich bin schon drin. Gehen einfach dann auf localhost/myadmin.php. Dann kommt in, Benutzername ist Spinner, Max Gump mache, Root und Passwort, das wir da gewählt haben. Ja, dann gehen wir hier auf Datenbanken, neue Datenbank anlegen, ich nenne sie Space, auch quasi Sparkit anlegen. Okay, so, dann man ist aber already running on this port. Was kann es denn? Aber jetzt können wir schon mal auf localhost oder eure IP /spacepocket/install oder einfach nur spacepocket. Dann gibt es wahrscheinlich gerade falsch, ne, so manch nicht. Und dann ich mich scheibe nur verschrieben gehabt. Also, einen Moment. Ich bin zu viel Atmen auf. So. Kleiner Fehler am Rande. Slash. Space Bucket, okay, ja, ich hab's falsch geschrieben. Space Bucket install. Welcome to Space Bucket. So, und bei euch, wenn dann irgendwo ist da noch ein Fehler, wenn ich Scamp benutze, dann müssen wir auf Xamp Explore. Okay, wenn es mal aufmachen wird, dann ich mein, das, ne, PHP. What's das? Temp. Laden wir schneller. Oder, ah ne, Ordner ist leer. Dann wollen wir jetzt hier irgendwo PHP.
Aber ich finde es gerade nett. Epic Fail. Nee. Ah, PHP Configuration. Oh, warum lag das? Weil Moment geht's. 99% CPU-Auslastung geschehen. Ja, 95%. So, dann müssen wir hier in STRGF und dann SCR. Wenn ich mich nicht irre. Das wird's nett. MCR. Muss ich gerade mal gucken. Stoppen wir in der Zeit kurz das Video und dann zeige ich euch weiter, wie es geht. So, Leute, da bin ich wieder. Ich hab's gefunden, wie man es macht. Also bei der php-config, also php.ini, sucht ihr strgf. Wenn das mal machen würde, den würde. Und starten wir kurz den Server. Manager starten. Das war's nicht. Das war's auch nicht. Also nur noch das. Okay. So, also bei der php.ini. Moment, halten Sie immer noch an. Ja, aber, hä? Läuft nicht an, sind. Ist okay. Also, strgf, müssen wir c, url, finden. So, bei euch ist dann hier so ein Punktstrich davor, das müssen wir wegmachen. Speichern, das können wir dann nochmal schließen. So, Spacebucket install, dann neu lade. Dann kriegen wir hier das angezeigt, dass es richtig wird. So, dann Next. Hostname ist lokal. Host. Username ist root. Database ist Bucket. Space Bucket, wenn ich mich hier falsch geschrieben habe. Passwort, das, was er hat. Und da mache ich mal kurz eine Schnittnummer und ganz in. So, da. Also beim nächsten Schritt, Schritt 4. Titel des Servers nennen wir einfach GP Gameplay Spiel und mehr. Adresse Lokalhost. Dann müssen wir hier bei Space Bucket Port 2011 eingehen. Dann drunter Space Bucket RTK Port 2012. Bei Viewer, also bei Default Role Viewer. So, und das Salter, das ist schwer rauszufinden. Hab ich gemerkt gehabt. Das war recht schwer, dann muss man hier auf Configuration. Das ist so. Also dann muss man hier Minecraft, also Server-Ordner ist, ins Space-Bucket-Module und dann auf die Configuration. Dann steht hier Salter, das einfach kopiere, einfüge und hier die Default-Rolle immer auf View ersetze. Dann Next. Ja, irgendwann ist jetzt ein Fehler. Also, stimmt, der Server muss am Laufen sein. Kann man gerade alles im Installer. 2012, 2011, Localhost, GP Gametext, alles. Gehen wir zurück. Immer was RTK Toolkit starte, sonst funktioniert das nicht. So, hat das? Jetzt hat das, okay. Dann Next. Ja, was kann ich denn jetzt nochmal falsch? 2012, 2011, Localhost und dann einfach Implex tut und sollt. Muss ich mir mal gucken. Space Bucket Module, Configuration. Hier ist immer noch dasselbe. Selbe.
Ist ja GC. Normalerweise müsste das erkennen. Ah, okay. Dann war vielleicht oben nur der Servername zu lang gewesen. So, dann sind wir es hier schon. Congratulations, man hat es geschafft. Also, Login. Name ist super. Und Passwort ist vielleicht auch super. Kann man auch noch ändern später. Dann da drauf. Danke, in super. Und dann hier nochmal super. Super. Dann loggt er sich in. Das kann ich so machen. So. Jetzt sieht man hier die Java-Auslastung. Da sieht man dann, wie viel Player online sind. Was für Versionen hier ist. Wie viel Member da so drauf sind. Dann wie viel Welte insgesamt drauf sind. Wie viel Netherwelte und wie viel Enderwelte. Player, wo Whitelist sind, wo gebannt sind, wo Maximum drauf können. Plugins, wie viel drauf sind, wo installiert sind und hier N, wo nicht drauf sind. Und wenn es gerade BIM gemacht hat, das, wo mein iPhone schon E-Mail kriegt. So, dann hier kann man oben Server auswählen, Server Stopp, Server einfach nur reloaden, Server neu starten und Force Server Restart. Also speichern und neu starten, also wie ich das meine. Dann Players, all wo drauf sind, ist im Moment keiner. Dann Whitelists, kann man hier einer hinzufügen. Und dort dann auch nochmal löschen, also kann man zum Beispiel Plugs, also Add, dann hier unten kriegt man ist Whitelist, add. Kann man dann hier nochmal Remove. So Blacklist ist die Bannlist oder soweit ich weiß, okay. Gehen wir auf Plugins. Dann sieh mal hier alle Plugins, wo aufgelistet sind. Komm hier auf die Website gehen für Informationen. Disable für Ausschalte, Remove zum Löschen und Configuration kann man hier zum Konfigurieren benutzen. Da kriegt man das so. Dann Save, Save mit Reload und Save mit Neustart. Quoop. Und kann man dann noch alles installieren. Und hier unten sind dann noch so kleine Pfeile für Nextzeit hier. Die Worlds. Was für Welte drauf sind, kann man Details, disabled. Also, weil Tiere an, aus sind, mach mal hier so an. Was, PvP ist an, Difficulty. Ja. Kann man hier zum Beispiel noch die Zeit ändern zu, wo haben wir es dann? Midnight, Sunfire. Und okay, dann hat man es schon rumgestellt. Map, das kann man dann noch hinzufügen, muss man gleich den Map haben. Chunks da, kann man drüber laufen lassen, für Chunk Errors zu beheben. Map Frame, kann man Chunks oder sowas hinzufügen, da weiß ich jetzt gerade nicht genau was ist, aber egal. So, dann Server, wird mal hier angezeigt, was für Version man benutzt, kann man gleich noch downgraden, ja. Hier an der Seite immer die Konsole für Kommandos, zum Beispiel Manu Art Gami Gameplex Admin. Dann führt er den Befehl aus. Hier unten steht es auch schon. Okay, dann hier ist noch Chat. Kann man chatten, zum Beispiel Hi schreiben. Und dann Space Bucket Super Admin. So, Dashboard. Also, Moment. Mal kurz zurückgehen. Server Properties. Kann man Servername alles reinmachen, umschalten. Schloss hat also. Player kann man einschalten, egal. Und ja, ich kann man anschalten, ob die Whitelist an sind soll oder nicht. So, dann gehen wir mal ganz einfach hier auf Settings. Dann kann man hier den bearbeitetes beatmen. Kann man sein eigener Name entgehen. Dann hier Passwort, Mama Test. Dann komme ich auf Space Bucket. Für was für Server, was für Sprache. Und dann das Super Admin. Submit speichern. Okay, also jetzt ist nur alles auf Deutsch. So, dann kann man noch hier neuer Benutzer hinzufügen. Zum Beispiel sagen wir mal,
Fußballdonner. Den machen wir. Test 1 einfach. Machen wir Space Bucket. Den auf Deutsch. Den können wir auch für sich machen, aber machen wir halt. Und Super Benutzer. Und dann kriegt er 8 dieselbe Rechte wie jetzt ist Super User. Server. Was für Server sind, kann man noch einen hinzufügen, muss man halt haben. Rolle, Administrator. Das ist eine Gruppe. Also über Space Bucket Gruppe alles, wenn die es nicht laufen lasse. Ich würde es eher über Permissions X, Group Manager oder B-Permissions, keine Ahnung, alles was es gibt, drüber laufen würde, aber ein Teil drüber, das ist schwer zu sagen. Also dann Designing, kann man noch Designing hinmachen. Space Bucket Einstellungen, kriegt man hier die Einstellungen gezeigt. So, dann können wir hier Server Stop. Dann stoppt der Server. Das kriegen wir hier angezeigt. Hier steht es irgendwo auch. Also hier steht es Shutdown. Und der Server ist jetzt aus. So, dann ist der Server gestoppt. Können wir hier oben auf Server Start drücken. Und dann total nochmal starten. Restarting. Totale Plugins lade wieder. Die Welt neu lade. Ja. Informations for Plugins, Permissions Update, okay. Dann kann man hier noch einfach schneller Reload machen. Der dann nur die Plugins und die Welte. Nur die Plugins lade und die Welten neu, glaube ich. Dann Reload. Kann man hier auf Server Neustart. Server ist Restarting, sieht man hier schon. Hat vorher noch gespeichert alles. Das dauert ein recht langes Tutorial, sind nicht gerade halb Stunden gute. So. Okay. Das hat er dann. Und ja. Dann können wir hier noch Account-Einstellungen. Können wir hier auch noch das Passwort ändern. Facebook Designing kann man da noch ändern. Kann man so lassen. Ich lasse zu, sieht so gut aus. Und dann kann man es hier noch einfach ausloggen. Und schon ist mal draußen. Und da bedanke ich mich fürs Zugucken. Dann sage ich noch, gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben.